안녕하세요, 여러분. Heute soll es um die Music Bank gehen. Also, wie im letzten Video schon erwähnt, war ich in der Music Bank. Ich weiß nicht genau, welchen Artikel ich benutzen soll. Der, die, das, Music Bank. Die Bank. Also, das ist quasi aufgebaut wie so ein Theater ein bisschen. Also, es hat so drei Blöcke vom Publikum. Und vorne ist die Bühne. Und die ändert sich halt die ganze Zeit. Das ist halt immer dieselbe Bühne und bei jedem Auftritt sieht die komplett anders aus, mit anderen Lichtern, anderem Hintergrund und so weiter. Auf der linken Seite war so, ja, war diese Interviewstelle. Das heißt, da haben die MCs gestanden, manchmal mit Idols, und haben die interviewt oder eine neue Überleitung geschafft zum nächsten Auftritt. Also diese Zwischeninterviewstellen, die man immer sieht. Und das hat sich tatsächlich immer so abgewechselt. Also ich dachte, vielleicht filmen die das ja ganz woanders oder an einem ganz anderen Tag oder so. Aber das, wir filmen die schon bei Music Bank an selber Ort und Stelle. Ich weiß noch nicht ganz, wie das mit dem ganzen Geschrei und Publikum war, weil, also wir waren jetzt nicht still oder so, aber wir haben jetzt nicht so rumgeschrien, wie man das manchmal im Hintergrund hören kann. Also ich weiß nicht, ob die da manchmal einfach immer sowas hinterlegen. Rechts neben der Bühne war so ein abgesperrter Bereich und da waren immer ganz viele Leute. Und irgendwann habe ich da genauer hingeguckt und da waren die ganzen Idols vor ihrem Auftritt. Das heißt, wenn IOI als nächstes dran war, dann konnte man da halt so ganz viele Mädchen in gleichen Outfits rumlaufen sehen, aber nicht genau, die waren echt weit weg da auf der rechten Seite, weil ich saß auf der linken Seite. Wenn Leute aber rausgekommen sind oder wenn die vorne lang gegangen sind, dann haben die immer so gewunken zum Publikum. Dann wollte ich natürlich sagen, wer alles da war. Also ich habe nirgendwo eine Liste gefunden, wer alles da war. Das war am 2. September 2016. Ich kann euch nochmal unten ein Video verlinken, wo ihr dann seht, welche Music Bank das war. Also als Gäste oder Auftritte war da Homo, IOI, Laboom, Newest, Han Dong-geum, Cosmic Girls, Halo, NCT Dream. Und die MCs waren Minhyuk von CNBLUE und Soobin von Laboom. Das heißt, Soobin hat gleichzeitig MC gemacht und hat aber auch mit ihrer Gruppe promoted. Das heißt, die musste manchmal wieder zurücklaufen, um dann mit ihrer Gruppe aufzutreten und dann wieder zurücklaufen, um weiter zu moderieren. Und ich habe mich natürlich besonders gefreut über Minhyuk als Moderator. Der war nämlich ständig da und genau auf der linken Seite, wo ich saß. Der hat auch voll oft gewunken. Immer wenn er geguckt hat, sind die Leute so ausgerastet. Ich bin wirklich ein Also ich habe Minhyuk in Drama erst gesehen und in dem Drama Heartstrings. Und deswegen kenne ich den schon so lange. Heartstrings war einer von meinen ersten Dramen. Deswegen kenne ich CNBLUE und Minhyuk schon so lange. Und deswegen fand ich das so cool, den mal in echt zu sehen. Und der sieht so gut aus. Und der ist so groß. Der war echt... Und der war so lieb. Der war so lieb zu den Leuten, die da gesessen haben, auch wenn das alles Ausländer waren, mit denen er wahrscheinlich nicht hätte sprechen können. Deswegen, der war so lieb zu allen. Und ich... Den kenne ich so lange. Das war richtig krass. 20 Meter vor mir den zu sehen. Als wir reingekommen waren, war schon so Pre-Recording im Gange. Die Musik war mega laut. So richtig laut, dass es fast weh tat. Also bei IOI What a Man, das tat fast weh. Und der ganze Auftritt hat, glaube ich, über 2 Stunden gedauert. Also mit den ganzen Interviews, mit dem Wechsel, da war zwischendurch mal eine Pause. Und dem Pre-Recording waren wir bestimmt 2 Stunden da drin und haben ganz viele Idols da rumlaufen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr bei Newest den Typen kennt mit den pinken Haaren im Moment. Der hat mir mal zugewinkt. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie er heißt. Das sollte ich mal nachgucken. Also bei dem Interview stand er da mit Minhyuk und Soobin. Und dann hat er zugewunken. Und ich habe zurückgewunken. Vielleicht hat er auch jemanden neben mir rechts oder links zugewunken. Und ich habe nur gedacht, der würde mich meinen. Vor der Bühne waren Kameras. Und da waren diverse Kameras. Da waren, glaube ich, 4 normale Stehkameras. Die fokussieren wahrscheinlich auf die einzelnen Gesichter und auf die komplette Stage. Und dann gab es aber auch noch so ein mega langes für diese coolen Views von oben, die man ja immer hat bei den Stages. Dann gab es noch, weil wir durften ja nichts filmen und nichts fotografieren, verstehe ich auch, ist okay. Aber dann war vor jeder Reihe, also vor diesen Treppen, die hochgehen zwischen den Sitzen, waren so Bodyguard-mäßige Typen, die da so standen und uns die ganze Zeit beobachtet haben, das Publikum.
ob wir was filmen, ob wir die Kamera rausholen und ein Foto machen. Weil wenn du das machst, dann fliegst du raus. Also da besteht die Gefahr. Also die werden das auf jeden Fall löschen und du kannst auf jeden Fall nicht weiter da bleiben wahrscheinlich. Irgendwann nach dem Pre-Recording, da kamen manchmal an der Seite nochmal andere Leute, weil da waren noch freie Sitze. Und da waren dann so richtige, also koreanische Fangirls, die dann bei US, glaube ich, und bei NCT auch mega laut geschrien haben. Also ich wusste ja, dass die das laut schreien, diese Fanchants, aber ich selber, ich war noch nie wirklich bei einem Konzert und ich bin dann immer sehr passiv und glotzte das Ganze. Also ich habe versucht, ein bisschen interaktiv zu sein, aber irgendwie bin ich auch mit den ganzen Leuten von der Sejong Hak dann da gewesen und die waren nicht alle voll mit K-Pop und dann war das irgendwie ein bisschen komisch, da sich voll reinzusteigern. Jedenfalls waren dann richtige koreanische Fans dahinter und die haben so laut geschrien und die hatten diese Leuchtdinger und diese Leuchtstäbe und dann sind die voll ausgerastet. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass viele nicht live gesungen haben. Also das war einfach eine komplette Aufnahme, vielleicht war das ein Pre-Recording. Die Balladensänger, die haben, glaube ich, meiner Meinung nach schon immer live gesungen, das hat man gehört. Die Interviews, die hatten die vorher manchmal, also der Minhyuk da auf der linken Seite, diese Interviewstelle, das hatten die immer eingeprobt und dann haben die einfach das nochmal gemacht. Das heißt, man hat das eigentlich immer zweimal gesehen, die Interviewstelle. Die haben da NCT, New East, Omme, die haben die alle interviewt. Das war eigentlich sehr interessant und das Ganze war ein bisschen surreal. Da sind dann natürlich auch voll viele Auftritte von mega Unbekannten, die hatte ich noch nie gesehen und ich halte mich selber für eine Person, die relativ viele K-Pop-Gruppen kennt, aber mit den ganz neuen, also ich selber kann mit Uni und Koreanisch lernen und soziale Kontakte knüpfen, also soziales Leben aufrechterhalten, kann ich nicht komplett mein Leben in K-Pop, also will ich auch eigentlich nicht. Ich will, dass das immer da ist und mich immer viel damit beschäftigen, aber ich möchte nicht, dass das überhand nimmt. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich die ganz unbekannten Gruppen nicht kenne. Ich verlinke euch einfach ein paar Videos von der Music Bank unten und ich glaube, das ist alles, was ich dazu erzählen habe. Also ich hatte auch noch ein Ticket, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Und insgesamt würde ich sagen, das war eine super coole Erfahrung und ich würde auf jeden Fall nochmal dahin gehen. Ich würde vielleicht das nächste Mal irgendwie zu Inkigayo gehen oder ja, irgendein anderes Konzert oder so. Auf jeden Fall war das sehr cool. Das war's von dem Video und tschüss! Tschüss!